Hallo zusammen. Heute will ich euch mitnehmen zu einem kleinen Low-Light-Test. Es soll um die Moonlight gehen, die aktuelle Voxnail-Kamera. Es ist mit dabei die HD Pro aus dem Pro-Kit von Voxnail und die analoge Caddx Rattle Pro. Ganz neu auch mit dabei. Es ist kein Vergleich, ob 4K schöner ist oder ob HD noch besser ist. Oder es soll einfach nur zeigen, was die Kameras im Einzelnen bei Low-Light-Situationen leisten. Und dafür nehme ich euch jetzt mit aufs Feld. Pack einmal hier zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. An der Stelle nochmal vielen Dank an RC Hangar 15, die mir für diesen kleinen Test freundlicherweise die Caddx Rattle Pro mit 1500 TVL zur Verfügung gestellt haben. Schaut unbedingt mal im Shop vorbei. Lohnt sich immer. So, hallo zusammen. Heute bin ich nochmal ganz kurz raus. Ihr seht es vielleicht schon, es ist schon ein bisschen dunkel. Und zwar habe ich heute dabei einmal die Lowlight-Kamera, die neue Rattle Pro von Caddx. Dann die Avatar Pro von Caddx und das neue Moonlight Kit. Das soll heute gar nicht so sehr darum gehen, welches die beste Cam ist oder ob man die überhaupt vergleichen kann. Das soll einfach einmal kurz zeigen, was jede Kamera für sich bei Dunkelheit oder in der Dämmerung noch leisten kann. Gut, dann fliege ich jetzt mit jedem Kopter mal eine Runde und dann sehen wir uns nachher im Video wieder.
Ja, also mittlerweile ist es hier richtig dunkel. Man sieht also quasi die Hand vor Augen schon nicht mehr. Und ich konnte mit allen drei Camps eigentlich ganz gut fliegen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr begeistert von der analogen Kamera, weil die hat für mich mit das schönste Bild gehabt. Aber hier ist echt saukalt. Ich glaube, da kommt auch gleich der Bauer. Ich verziehe mich erstmal ins Warme. So, da sind wir wieder im Warmen und Trockenen. Helikopter einmal geflogen. Alle haben ein brauchbares Bild geliefert. Also ich habe mit allen was gesehen, was natürlich extrem überraschend war und wo ich auch tatsächlich so ein bisschen begeistert bin jetzt im Nachhinein, ist die analoge Kamera. Die Rattle Pro hat hier also wirklich quasi wie taghell das Bild abgeliefert. Also ganz, ganz klasse. Aber auch mit den digitalen beiden Kameras mit dem Moonlight 4K und der Pro-Kamera aus dem Voxnail-Kit kann man wunderbar fliegen. Natürlich oft so, dass man mit den Einstellungen noch ein bisschen mehr rausholen kann. Ich habe aber sichtlich darauf verzichtet, an der Stelle groß irgendwelche Spezialeinstellungen, ISO-Werte oder sonst was anzupassen. Ich wollte wirklich sehen, was ist in der Brille, im Brillen-DVR, wenn man die verbaut und rausgeht zum Fliegen. Ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.